So, kommen wir heute zu was etwas Bekannterem, das trotzdem, glaube ich, viel zu wenige Leute gesehen haben. Wir begeben uns heute in den Bereich der ziemlich bösen Krimikomödie mit überdrehten Wendungen. Ich rede von Barton Fink und ja, für alle, die wieder einschalten, willkommen zurück und freut mich, dass wir hier einen neuen Film besprechen können, oder in dem Fall einen deutlich älteren Film. Denn dieser Film, der hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, macht aber nichts, denn es kommt hier nicht auf Special Effects, irgendwelche Explosionen oder ähnliches an, sondern tatsächlich auf ein gut geschriebenes Skript und sehr, sehr fiese Dialoge und unvorhersehbare Wendungen. Und ja, auch auf große Schauspieler, die meiner Meinung nach hier zum Teil wirklich ihre Glanzleistungen abliefern und teilweise auch ein bisschen gegen den üblichen ja, Typ besetzt sind, was besonders auf John Goodman zutrifft, aber dazu kommen wir später. Barton Fink ist ein Film von den Coen Brothers und ja, die haben natürlich auch filmisch heute noch eine gewisse Relevanz und einen gewissen Ruf. Wie gesagt, gehört trotzdem zu den Filmen, wo viele Leute vielleicht den Titel kennen, aber ihn kaum jemand gesehen hat. In Barton Fink geht es um den gleichnamigen Bühnenautor, der in den 40er Jahren, sprich zu einer Zeit, als das Land sich auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet und die Leute auf dem Land immer noch unter den Depressionen im Endeffekt leiden und andererseits Hollywood und der Broadway als Gegenstück im Glamour schwelgen und die klassischen stilprägenden Filme und diesen Lebensstil im Endeffekt produzieren. Genau zu dieser Zeit hat Barton Fink mit seinem Theaterstück einen Riesenerfolg. Und Hollywood streckt die Finger nach ihm aus. Man sucht neue, fähige Autoren. Und er folgt diesem Ruf, hat aber mehr oder weniger einen kompletten Schreibblockade-Effekt, als er dort ankommt. Er bemüht sich, bekommt dann vom Studio auch noch jemanden zugeteilt, der ihm helfen soll, dieses Drehbuch zu schreiben. Lebt in einem relativ eigenwilligen Hotel, in dem John Goodman sein Nachbar ist, angeblich ein Vertreter, der durchaus ein wenig unheimlich ist, der sich als Freund anbietet, aber bei dem man nicht so genau weiß, ob es gut ist, ihm zu viel zu erzählen. Gleichzeitig schleicht noch ein Mörder durchs Land und Barton wird teilweise von realen Ereignissen inspiriert und schreibt sein Skript. Nur das Problem ist, Hollywood möchte zwar fähige Autoren, aber sie möchten nicht, dass diese frei eine Geschichte erfinden, die nicht Mainstream-kompatibel ist. Ein Drehbuch abliefern, das nicht Hollywood-kompatibel ist. Und Barton ist jemand, der über den Lauf der Zeit erkennt, dass er sich nicht verbiegen lassen möchte. Er stolpert in total wahnwitzige Situationen. Man erhält einen wunderbaren Einblick in die Filmwelt der 40er Jahre oder das, wie man sie sich heute vorstellt. Denn sind wir mal ganz ehrlich, es war keiner von uns dabei, aber wenn man so alte Interviews liest, ein bisschen Hintergrundmaterial, gerade zu großen Filmproduzenten, zu untergegangenen Studios, die sich selbst mehr oder weniger hingerichtet haben, und dem Größenwahn von gewissen Produzenten, diesem ganzen Studiosystem, was dann nach und nach immer mehr in sich zusammenbrach und auch die Macht, die dahinter war, zu bestimmen, ob jemand weiterhin dort arbeitet oder ob er bezahlt wird für das, was er liefert, aber niemals eins seiner gedruckten Worte mehr den Weg in eine Veröffentlichung findet, weil man ja an Verträge gebunden sind. Hier geht sehr viel auch um Machtspiele, es geht um sehr, sehr viele bissige Dialoge, es geht ja um alles oder nichts.
Und der Film ist klasse gespielt, muss man ganz klar sagen. John Turturro ist als komplett naiver und beinahe träger Barton Fink, der mehr oder weniger gar nicht weiß, wie ihm geschieht und in diese Sache reinstolpert, ist perfekt in dieser Rolle. Man glaubt ihm das, dass er in seinem Mikrokosmos, in seinem Theater lebt im Endeffekt und gar nicht damit umgehen kann, was es ist, wenn ein riesen Filmstudio Erwartungen an einen hat, wenn man liefern muss. Und auf der anderen Seite, als scheinbar grobschlächtigen, aber gutmütigen Freund, mit dem man reden kann, der gelegentlich da ist und komische Sachen sagt und doch deutlich düstereres Innenleben hat, als es auf den ersten Blick scheint. John Goodman, wie gesagt, total gegen seinen Charakter besetzt. Top-Leistung auch sonst, muss ich sagen. Der Film ist gut inszeniert. Es sind sehr, sehr viele Anspielungen auf alte Filme mit drin. Man hat eben dieses ganze Studiowesen im Hintergrund. Sicher, das ist nichts Neues. Das gab es in Filmen wie Hammett schon oder in Sachen wie Sunset, Dämmerung über Hollywood, wo ja eine ähnliche Zeit reinspielt, sage ich mal. Aber so spitzfindig, so böse wie in Barton Fink ist es selten irgendwo, ohne dass es dann gleich wieder überzeichnet ist. Das ist dann eher wirklich auf der Schiene und auch, denke ich, inspiriert von diesen Film-Noir-Dramen, die im Hollywood-Umkreis und Dunstfeld gespielt haben. Zum Beispiel In a Lonely Place, wo Humphrey Bogart unter Nicholas Ray einen total desillusionierten und vielleicht gefährlichen Drehbuchautor gibt, oder The Big Knife, in dem auch ein Studioboss einen für ihn noch rentablen Schauspieler so sehr unter Druck setzt, einen Vertrag zu erfüllen, mit der Drohung, ihn auch komplett aus dem Geschäft nehmen zu können, wenn er das denn will. Und ja, das sind eben solche Filme, an die sich das Ganze dann ein bisschen dranhängt, die zum Teil auch zitiert werden. Und da merkt man einfach, dass die Macher hier durchaus ihre Klassiker geguckt haben und das Ganze dann wirklich in neuem Look gut auf die Bildschirme bringen. Und von dem her, ja, wie gesagt, ich denke, den Titel kennen viele. Die Regisseure kennen auch viele. Ich denke nur, die wenigsten haben Barton Fink gesehen und von dem her schließt diese Bildungslücke. Es ist wirklich ein sauguter Film. Es ist kein ernster Thriller und es ist keine alberne Komödie. Es ist eine bitterböse schwarze Komödie mit Thriller-Einschlag. Ja, so viel von mir und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und Kanal abonniert und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.